Herzlich willkommen zur nächsten Serie von Affiliate Marketing Quickies. In Affiliate Marketing Quickies geht es heute um Folgendes: individuelle Werbebanner. Viele von euch, beziehungsweise jeder, der im Affiliate Marketing tätig ist, sollte die Formate Werbebanner 728x90, 468x60, 336x280 Pixel kennen. Ja? Jeder, der Affiliate Marketing betreibt, ist damit schon mal in Berührung gekommen. Diese Banner haben aber ein grundlegendes Problem. Grundsätzlich sind Werbebanner einfach nur ein optisches Werbemittel, die meistens mittlerweile, muss man sagen, auch relativ wenig geklickt werden. Ja? Allerdings kommt man um diese Werbebanner, um diese grafischen Werbemittel auch nicht drumherum, da es in gewisser Weise auch ein Branding ist. So, und heute möchte ich euch aber einen Tipp geben, wie ihr die Klickrate auf diese Werbebanner ganz locker verdoppelt. Das große Problem bei diesen Werbebannern ist, in der Regel werden die von dem Betreiber des Affiliate-Programms, vom Betreiber des Partnerprogramms zur Verfügung gestellt. Und alle Affiliates greifen auf diese Banner zurück. Ja? Als Beispiel, bei mir selbst sind ca. 4000 Affiliates angemeldet und so verschiedene Banner vom VIP Affiliate Club oder auch vom perfekten Laptop Business, die findet man dann auf hunderten von Webseiten, auf hunderten von Blogs. Immer die gleichen Werbebanner, logischerweise. Ich persönlich als Betreiber des Partnerprogramms kann auch keine 50 oder 60 verschiedene Varianten des Werbemittels zur Verfügung stellen. Ich stelle bei den meisten Produkten 3 verschiedene grafische Aufmachungen zur Verfügung. Und das ist der Punkt. Ihr müsst euch, wenn ihr Erfolg haben möchtet im Affiliate-Marketing, auch mit Werbebannern von anderen abheben. Und deswegen hier heute mein Tipp in den Affiliate-Marketing-Quickies. Gestaltet oder lasst euch eigene Werbebanner gestalten. Ja? Nehmt euch eine Agentur, wie zum Beispiel Banner Express, oder aber lasst es bei Fiverr machen. Kostet ganze 5 Dollar. Bei Banner Express kostet ein Banner, glaube ich, 10 Euro. Es geht ja nicht darum, dass ihr alle Größen von Werbebannern dann anders machen lasst oder für euch speziell machen lasst, sondern eine einzige Größe. In die meisten Blogs oder Webseiten passen 2, maximal 3 verschiedene Größen von Werbebannern. Jetzt geht ihr hin, nehmt ein Produkt und lasst euch dazu ein individuelles Werbebanner gestalten von einer Agentur, die Ahnung davon hat, oder von einem Designer, der Ahnung davon hat. Das unterscheidet euch aber am Ende von allen anderen Affiliates. Ja? Ihr bewerbt zwar das gleiche Produkt, habt aber ein anderes Werbebanner, eine andere grafische Aufmachung und dadurch steigert ihr eure Klickraten enorm. Ich bewerbe viele, viele Partnerprogramme, wo ich mich nicht auf die Standardbanner, die vom Partnerprogrammbetreiber selbst zur Verfügung gestellt werden, verlasse, sondern ich lasse mir meine eigenen gestalten. Ja? Ich mache eine komplett andere, oder lasse, ich mache die ja nicht selber, die Banner, ich lasse eine komplett andere Aufmachung dieses Banners gestalten, damit ich nicht mit den anderen Bannern quasi untergehe. Ja? So hebe ich mich ab. Es mag durchaus sein, dass der ein oder andere das Produkt sogar kennt oder die anderen Werbebanner kennt. Ja? Wenn er aber zum Beispiel in der Geldverdienen-Nische auf 8 verschiedene oder 10 verschiedene Blogs kommt, der User, und sieht bei 7 verschiedenen Blogs die gleichen Werbebanner für das perfekte Laptop-Business, dann ist er irgendwann des Ganzen überdrüssig. Ja? Er klickt nicht mehr, er sagt für sich selber, er kennt das schon. Und wenn ihr jetzt hingeht und lasst euch euer eigenes Werbebanner in einer komplett anderen Aufmachung gestalten, dann bekommt ihr am Ende den Klick ab. Logischerweise nicht immer, aber ihr steigert so die Klickraten auf die Werbebanner enorm. Oftmals ist es sogar so, dass User das Werbebanner vom Partnerprogrammbetreiber selbst schon mal geklickt haben, die Seite kennen, aber durch eine neue Aufmachung erneut auf das Banner klicken. Ja? Auf das andere, was schon mal geklickt wurde, würden sie nicht mehr klicken. Dadurch, dass ihr aber ein eigenes, individuelles Banner habt, was nur ihr habt, dadurch erfolgt dann ein weiterer Klick zum Beispiel. Beim zweiten, dritten Besuch erfolgt meistens erst der Verkauf heutzutage. Und so könnt ihr nicht nur Klicks abstauben, sondern auch am Ende eure Provisionen erhöhen.
Also, mein Tipp für heute in den Affiliate Marketing Quickies, nehmt nicht die Standardbanner, die die Partnerprogrammbetreiber, die Affiliate-Programmbetreiber zur Verfügung stellen, sondern lasst euch euer eigenes individuelles Affiliate-Banner gestalten und bindet das in eure Webseiten ein. Okay, das war's. Wenn euch dieser Tipp gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, like das Video, share das Video, abonniert meinen YouTube-Kanal, um keine einzige Folge der Affiliate Marketing Quickies mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, kommentiert unten drunter, welche Tipps ihr gerne noch hättet, was ich für euch tun kann, wie ich euch helfen kann. Und dann versuche ich das umzusetzen. Bis dahin, euer Ralf.